Herzlich willkommen bei SICO. Heute präsentieren wir Ihnen den Stellantrieb AG03 mit IO-Link-Schnittstelle. Stellantriebe wie der AG03 werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo manuelle Spindelpositionierungen automatisiert werden sollen, praktisch Formatverstellung auf Knopfdruck. Die kompakte Bauform des Stellantriebs erlaubt eine Integration auch bei sehr beengten Platzverhältnissen. Über die durchgehende Hohlwelle ist es möglich, den Antrieb an die vorhandene Maschinenwelle zu montieren. Baugruppen wie Motor, Getriebe, der absolute Positionssensor sowie die Motorelektronik und natürlich auch die IO-Link-Schnittstelle sind komplett integriert. Die standardisierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine direkte Anbindung an Ihren vorhandenen IO-Link-Master und über diesen Master die weitere Verbindung zur übergeordneten Steuerung. Aufgrund der Vielfalt der vorhandenen IO-Link-Mastern ist es möglich, die IO-Link-Komponenten an unterschiedliche standardisierte Netzwerke anzubinden. Die IO-Link-Anbindung beim AG03 ist in zwei Ausführungen verfügbar. Die Einsteckerversion, sofern der Antrieb über den vorhandenen IO-Link-Master versorgt werden soll, oder eine Zweistecker-Variante, so wie hier dargestellt, wenn der Antrieb separat versorgt werden soll. Über die Links in der Videobeschreibung erhalten Sie mehr Informationen über dieses Produkt. Ich würde mich freuen, wenn der Stellantrieb AG03 Ihr Interesse geweckt hat. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein Testmuster wünschen oder wenn Sie weitere Fragen zu diesem Produkt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.